Hallo miteinander, willkommen zurück zu Humankind mit Torin Gent. Es geht weiter. Wir müssen eine Forschung auswählen. Momentan läuft es noch ganz gut mit uns in Babylonien hier. Und Stadtmauern sind natürlich immer gut eigentlich. Wo ist die Bewässerung? Ich meine, hier oben hätten wir jetzt zum Beispiel einen Fluss. Ich glaube, wir haben hier unten. Nee, da haben wir auch keinen. Sehr schön säuberlich hier, wie dieses Ding hier aussieht, ne? fast schon römische Präzision hier beim Aufbau. Die haben ja ihre Armeelager so aufgebaut hier mit diesen Mittelstraßen. Ja, aber ne, das nur, was mir eben aufgefallen ist. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Horsemanship? Ja, aber machst du dir jetzt hier, kommt zwei Runden. Das ist schneller fertig, als dass wir gucken können. So, dann bewegen wir mal unsere Leute. So, und da ist der Außenposten. Wir haben jetzt 51 weitere. Die Frage ist, können wir das irgendwie verbinden? Wir könnten uns über hier... Ja, wenn wir das, wenn wir diese zwei Regionen noch einnehmen, dann könnten wir unser Reich hier verbinden, weil das natürlich Kupfer hier oben schon wieder ist. Und naja, es wird halt, glaube ich, ein ziemliches Unterfangen, das hier zu verteidigen. Aber gut, das wird schon zu beenden. Okay, da ist, wir sollen uns zwischen einer Religion entscheiden. Entweder nehmen wir den Schamanismus, gibt uns mehr... Aber der Glauben ist ehrlich gesagt gleich. Und mehr Influence. Wir nehmen jetzt mal den Schamanismus. Ich habe bisher sonst immer nur Polytheismus genommen. So. Influence und Faith. Also Glauben und Einfluss auf unsere Holy Site, die wir bauen können. Und wir haben jemanden getroffen. Ach, haben sie sich jetzt niedergelassen hier? Ja. Harappa. This arrangement would see both our empires prosper. Ja, sagst du? Non-Aggression Pact. Klar. Machen wir gerne, die sind hier direkt neben uns. Ja, jetzt sollten wir schon darauf achten, dass wir die hier wirklich umschließen. Dass wir ihnen möglichst hier den Zugang zum Meer abkapseln. Ah, das heißt, wir bauen hier wahrscheinlich irgendwie eine Stadt rein oder so. Welche ist das Gute? Dieses Ding hier irgendwie zumachen. So, und du gehst da hin, guckst dir das mal an. Mehr Viecher. Was sind genau diese Zahlen? Das hier ist natürlich super, super gutes Stadtbauland. Hier 90 Influence. Klingt jetzt 17 pro Zug, also wir müssen ein bisschen warten, bis wir das machen können. Das hier müsste, glaube ich, günstiger sein, wenn wir es hier bauen, oder? Ja, hier ist es nur 80, weil wir hier direkt anliegen. Okay, das heißt, ja, nächste Runde können wir das hier, den Außenposten bauen und dann den weiter oben. So, sind wir denn soweit? Ja, wir könnten natürlich das erstmal so machen. Müssen nicht unbedingt direkt als Stadt ausbauen. Industrie Just Maker Squad. Ja gut, ich meine, das ist einfach nur das Horses abbauen, aber wir machen der Stadt rauskommen. Soll der Guide Sanctuary steht auch noch, können wir auch nochmal ausbeuten. So, und du bist ja eigentlich genau hier. Naja, mach das mal schnell und danach kommst du hier wieder und du kannst dich hier ansiedeln. Zu dem Zeitpunkt sollte das ja schon fertig sein. Mein Event. Die Stadtverteidigung ist erforscht. The Packing of Poultry. Okay. Worum geht's denn hier? Ja, Superstition ist hier das Stichwort, Aberglauben und so weiter. Was ist ja gerade auch bei den Römern war das eine, so eine Sache, die extrem lange sehr viel, ja, sehr viel Wert beigemessen wurde. Auch generell auf spezielle Sachen wird ja auch so beschrieben hier. Ähnlich auf jeden Fall. Wo generell auf so irgendwelche Omen geachtet haben und das dann quasi sagen sollte, wie die Schlacht ausgeht und so weitere idiotische Geschichten. Jetzt können wir sagen, ob wir solche Sachen hier embracen sollen. Das würde Stabilität uns bringen. Ob wir das verbieten sollen. Das würde uns mehr Glauben bringen. Oder wir versuchen das sinnvoll. Mit Logik. Ja, Logik ist ne, unser Ding als Babylonia. Wir sagen, na, das ist Bullshit. Das müssen wir so nicht machen. So, der Lumberyard ist bald fertig. Zwei Runden. So, da ist das Shared Project. 21 Runden. Gute ist hier natürlich dann, es ist tatsächlich momentan so, dass man, wenn man irgendwelche Gebäude baut, wie zum Beispiel hier, ne, diese ganzen District-Geschichten hier, das senkt die Stabilität. Und die können wir pro Stadt hier oben sehen. Auf einem gewissen Threshold, der müsste dann hier sein, gibt es dann natürlich Probleme. Sollte man vermeiden. Da kann man Bäder und so weiter dagegen bauen, aber in dem Fall könnten wir wahrscheinlich in der Hauptstadt einfach das Ding bauen. Allerdings dauert mir das momentan noch echt zu lange mit 21 Runden. Wir werden uns hier noch ein bisschen über Wasser halten müssen. Auf die Art und Weise.
So, jetzt die Bewässerung. So, das Bronzebrücken können wir auch bald machen. Ihr seht, jetzt haben wir hier unten auch den Religionstab. Genau, das ist wichtig. Wir müssen also natürlich Glauben sammeln, um Sachen hier freizuschalten. Und dann können wir hier bei den Tenants, wenn es auch mehrere Tiers gibt hier, verschiedene Sachen hier freischalten. Den passiven Bonus unserer Religion hier eben verbessern. Schuhglotter nehmen mehr Geld oder hier mehr Forschung, mehr Stabilität, mehr Influence. Also eine ganze Menge Sachen, die wir hier auswählen können. Also auch ein super geiles System für Customization der eigenen Nation und der eigenen Religion. Wie so viele Spielsysteme an diesem Spiel hier. Okay, so, bei dir haben wir ja gesagt, bauen uns jetzt hier irgendwo ein Außenposten. Die Frage ist nur, wo? Ja, der hat auf jeden Fall die Produktion. Diese Region ist echt klein, ha? Uns hier an dem See niederlassen. Hier gibt es zumindest ein bisschen Fluss, aber da sind wir schon wieder. Ja. Die einzige Region, die wirklich gut Nahrung geben würden. Ja, nehmen wir das hier. Stadt in dem Pass. Da gibt es 3 Nahrung. Machen wir das hier? Ich glaube, die besser auch so zu machen. Es gibt auch Barackengebäude, die sie zu machen könnten. Es sieht halt echt nicht viel Auswahl, wenn man ehrlich ist. Stand der, wir sind selbst 216, 314, 13. Na, nimm mal die hier? Nee. Ehrlich gesagt, es muss die hier sein. Halten wir diese kleine Region hier. So, und damit warten wir jetzt noch. Müssen es jetzt 90 sein, wahrscheinlich hier für die Region, die daneben ist. Wir werden sehen, wie das aussieht, sobald wir das geclaimed haben, ehrlich gesagt. Mit, sagt er 110, oh Gott. Naja, vielleicht sind es dann nur noch 100. In nächster Runde. So, die Bewässerung ist erforscht. Großartig. Als nächstes nehmen wir mal das Bronze Working, damit wir das Kupfer hier aus dem Boden holen können. So, du brauchst hier Anweisungen. Carcasses. Das kann man gleich ransacken hier. Bist du denn nicht hier unten jetzt mal angekommen an der Stelle? Oh nein, das ist nicht mehr da. Nein! Wir wurden betrogen. Und das war jemand anders vor uns da. Die sind direkt an unserer Hauptstadt hier dran, ha? Huh? Die haben uns hier unten abgekapselt. Aber ihr seht, ne? Also es sind hier zwei Leute. Es muss einen zweiten Kontinent geben. Sondern von der Map her. Ja, ne? Hier muss ein zweiter Kontinent sein. Oh mein Gott. Das ist ein Witz, oder? Das ist ja echt gigantisch. Das heißt, es lohnt sich wirklich, dass wir hier von der Küste aus mit Schiffen nach Osten fahren. Ja, super gut, sag ich mal. Und, beziehungsweise, warte mal, das sind schon wieder Regionen hier auf der nächsten Seite. Das heißt, vielleicht ist da schon direkt der nächste Kontinent. Da müssen wir gar nicht weit fahren. So, was haben wir mit dir? Ja, eigentlich könntest du dich dann auch schon irgendwo an dieser Stadt anschließen. Schicken wir dich da mal rüber. Das letzte Ding kann er dann hier gründen. Hm. Ransack successful, gut. Bronze Working ist fertig. Und in einer Runde ist hier das fertig. Und die Stadt müsste jetzt auch fertig sein. Siba. So, Siba bekommt jetzt erstmal direkt einen neuen Bewohner. Yes. So, einer fürs Bauen, einer für die Nahrung. Das heißt, wir steigern hier gleich mal die Nahrung noch weiter. Ja, ist halt, ne, wir haben hier unten jetzt weniger die krassen Riesenboni. Plus 1, meine Güte, das ist echt gar nichts. Ich meine, die guten Sachen wären da oben. Das heißt, ich gehe hier wohl erstmal eher auf Produktion, immer plus 6 hier auf diesem Ding. Ach, wieso nicht, ha? Food per Researchers. Könnten, ja, das wäre natürlich eine coole Sache, dann können wir das, ja, tatsächlich, wir darauf setzen hier. Kriegen wir hier zunächst mal natürlich mehr Forschung, aber
Wenn wir Forscher einsetzen, dann kriegen wir die Nahrung, die uns hier vielleicht ansonsten fehlt in der Provinz. Gut. So, bleiben wir erstmal beim Maker's Quarter oder bei, ja, Worker's Quarter besser gesagt. Die Macher sind das hier. So, geh mal da. Ah, nein, nein, dann nicht. Und noch nicht den armen Hirsch hier. Hm, einer noch. Nächste Forschung. Fishing. Wäre natürlich auch eine Möglichkeit da unten. Dürfte uns mehr Nahrungsfelder geben. Da ist auch irgendwas, ne? Coastal Water. Naja, es ist nichts Spezielles. Es sieht nur schön aus. Ein paar Fischis. Population Gain. 5 Leute in Babylon. So, Fishing ist fertig. Oh, wir haben irgendwas geschafft. Oh. Seht ihr, wir haben jetzt 2 Sterne hier oben. Jetzt können wir uns mal kurz angucken. Da gibt es auch wieder sehr viele verschiedene Ziele, um hier voranzukommen. Aber da haben wir jetzt Agrarian Stars. Okay, das ist quasi die Bevölkerungsgeschichte. Und hier seht ihr doch in 7 Stück, um aufzusteigen in die nächste, Liga sozusagen. So, das ist ein unserer Deeds hier. Wonderful Great Barrier Reef, Wonderful World, Explore this World to discover its wonders, okay. Das sind immer diese Akkumulationspunkte hier. Okay. Mission Defense Acquire Your Attention. The Struggle for Dominion. Capital is the Empire's true seat of power, but now the city is with energy for others. Okay. Vielleicht ist das eine Entscheidung. Was, wie wir uns hier, sag ich mal, herrschen wollen. Ihr habt benutzt, egal wie wir es machen, einen Administrator theoretisch. Wir haben aber sowieso noch keinen Civic Point. Wir haben erst in 16 Runden den nächsten. Wir haben eigentlich hier 2 Sachen, die auf uns warten hier. So, die Forschung. Dann nehmen wir nochmal das Schreiben. Market Quarter. Und 1 Civic Points. Jetzt Roads between Seas and Outposts in your Empire Wheel. Ist natürlich auch super. Ist alles gut, ne? Und dauert alles nicht lange. Okay. Gut. Kaffee, ha? Huh? Es sieht ja fast aus, als würden wir tatsächlich auch hier die ganze Küste hier besetzen. Ich meine, warum nicht? Ich habe mit meinem englischen Let's Play, habe ich mich auf diese Nordküste gestürzt und habe hier so das Ganze besiedelt. Da gibt es auch noch mehr Kaffee tatsächlich. So, wir sind bei Stabilität von 44. So, jetzt könnten wir die Kupfermine mal machen. So, ist auch nochmal Forschung. Und einen Hafen. Oh wow, das ist echt... Ja, das als nächstes. Es ist ganz schön knapp, das ist literally ein einziges Feld, was wir haben, um einen Hafen zu bekommen in der Hauptstadt. Ich würde ja sagen, habe ich gut knapp kalkuliert, aber ja, ist mir jetzt aufgefallen. Also, ah, warte mal, ich könnte natürlich dich jetzt auch attachen, ja. This is all what could be attached to. Würden sie zu Babylon attachen? Ja, weil ich denke, als Stadt wäre das, glaube ich, nicht... Ich meine, es wäre eine gute Produktionsstadt, aber sonst halt nichts. Und es ist ein Mini-Gebiet, also kommt, wir attachen das hier. So. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Leute. Jetzt genau, wie funktioniert das jetzt eigentlich so ganz genau, ne? Wir haben das hier als Außenposten, aber wenn ich das hier auswähle, ist eigentlich einfach nur die Stadt gemeint. Das können wir uns mit der Stadt hier bis da oben hinwachsen, ja? Zwischen den Bergen, ja, könnte man eine Baracke bauen oder sowas. Na, hier diese Garnisonteile. Die können das ja halt quasi effektiv zumachen. Richtig nice. Okay, aber wir haben zu tun hier, ne? Oh, guck mal, unsere Produktion hat sich auch mal erheblich leicht verbessert dadurch. Sobald du hier fertig bist, kann man dann hier die Pferde noch mit reinnehmen. Das wird dann wirklich eine Stadt, denke ich. Andererseits... Ne, wir werden sehen. Der Mann von dort ist ja auch fertig. Du baust das. Richtig, weiter geht's.
to the sustenance. It is no longer growing. Was? Aber warum? Gains one every 6 points. Okay. Ich weiß ja nicht. Hier. Output 9 sustenance. The current food production is sufficient to sustain the population. This population will grow minimally beyond the population limit. Remain as long as the city food production stays between 0 and 10. Okay, das heißt, ich muss mehr. News 24 von Population. 13 aus Distrikten. 11 aus Exploitation. Das heißt, wir haben hier. So zählt er mir das denn nicht zusammen? Das wäre mal nett. So habe ich. Wieso zieht er mir das nicht einfach zusammen, das gesamte Ding? Das wär echt nett. Aber gut, dann müssen wir halt rechnen. Ja, 23, was weiß ich, 34 haben wir. Und wir verlieren 24. Wir haben momentan einen Plus von 10. Production stays between 0 and 10. Das heißt, eigentlich müssen wir Food weiter ausbauen hier. Aber das werden wir ja gleich haben. Der Harbour bringt nämlich auch Food mit ein. Ihr seht, wir könnten das Ganze beschleunigen, indem wir Leute opfern, aber ja. Das ist irgendwie die Sinn der Sache. Zwei Idle Armies. Guck, ich kann dich nirgendwo hier hinschicken, ne? Nee. Das ist also attached to the city. Eigentlich haben wir da keine, aber egal. Da war ja doch den hier theoretisch noch. So, was möchtet ihr denn? Okay, sie wollen auch mit uns handeln. Auch das können wir machen. Ja, und da weiß ich ja gar nicht, ob wir. Vielleicht lassen wir das als Außenposten hier. 12 Routen wird es sonst zur Stadt zu machen. Wäre halt sehr viel besser zu verteidigen. Ja, wir machen die Stadt hier vorne. Ist zwar richtig an der Grenze, aber ja. Das passt schon. Wir haben jetzt nicht negerweise den Zwang. Und das sind ja wirklich zwei in einer Region hier, ha? Wir brauchen wir dafür 110. Okay, wir schauen uns hier ein bisschen um und dann gucken wir mal, ne, dass wir hier einen Außenposten noch bauen wegen dem Kaffee. So, und du wartest ja bekannterweise hier auf die Stadt hier. So, es gibt wieder Urgent Affairs, die auf uns warten. Und Sanctuary, das nehmen wir gleich mal. Oh, da ist nochmal eins. Ja, gib uns das Geld. Die gibt die. Sag mal hier. The Growing Faithful. Okay, religiöse Riten ist das nächste, worüber wir entscheiden könnten. Wenn wir einen Punkt hätten. Ah, es kommt so einiges hier da. Ja. Sieht, ne, je nachdem, wie wir uns hier verschieben, kriegen wir eben verschiedene Boni. Wenn zum Beispiel hier nach links rüber, da geht es halt um, das boostet halt die ganzen Städte, während hier nach rechts zu gehen einfach nur unsere Hauptstadt boostet. Aber um mehr. Also, ne, entweder auseinander, also Growing Tall spielen oder halt Wide spielen. Beides geht ja also. Also man quasi nur einen richtigen Stadtstaat bauen will, nur eine Stadt mit ganz vielen, mit ganz viel Terrain, das geht auch. Das ist richtig geil. Ist so gut. So, du bist immer noch nicht fertig, ja? Nope, zwei Runden noch. Dann schlaf. Population Gain in Sipa. Und wir haben das Schreiben erforscht. Ein großer Fortschritt. What did accomplished? So, jetzt haben wir wieder irgendwas bekommen hier. Ransack successful, gut. Und ein neuer Era-Star für uns natürlich. So, was haben wir denn jetzt gemacht hier? Astid-Stars haben wir einen. Ja, halt in. Ah, nein, wo ist das alles hin? Nein. Egal. Du gehst jetzt das hier plündern. Ja. Obsidian und Kupfer. Das wäre näher dran. Das sind immer erst diese Region hier. Sieht sehr bergig aus, aber zumindest gibt es ein paar Flüsse.
So, was machen wir denn mit dir? Du wartest noch eine Runde. Wenn wir uns die nächste Forschung aus, das Rad, dass wir die Städte mal verbinden können mit Straßen. Die sind ja jetzt schon hier ganz schön gebaut teilweise. Ransack ist successful. Mehr Geld, 457. Sehr gut. Schon wieder ein paar Geschichten, die wir lösen müssen. Sins of the Father, die Sünden des Vaters. Sonder Vorschlag. Durch das Erforschen der Schreibkunst, des Schreibens, hat sich eine Veränderung hier eingetan. Tatsächlich war es so, dass bisher die Schulden einer Person mit der Person gestorben sind, wenn sie gestorben ist. Jetzt kann man die halt aufschreiben und sie gehen über auf die Kinder. Die Stadt Sipa möchte das aber anders lösen. Sie sagt, bei den Leuten werden alle Schulden geschichten, wenn sie sich in der Stadt ansiedeln. Oh, das machen wir auf jeden Fall. Zwei Bewohner in Sipa und kostet uns 100 Gold. I bet they're gonna adapt of any citizen who comes and makes Sipa their home. Ja. Ja. Könntest du das restricten können? Habt ihr gesehen? Jetzt haben wir hier 5. Also das ist hervorragend. So, jetzt mal die Steinringe hier in Sipa bauen. Könnte man machen. Bauen wir mal die Pferderanch. Was haben wir denn bisher gebaut? Nur ein Workers Quarter. Ach du Scheiße, plus 7. Ja, dann bauen wir mal das da hinten. Macht, glaube ich, Sinn. Und danach bauen wir den Stone Circle. Hier hinten hin. Oder dahin? Hier hinten? Dahin. Dahin. So. Ja, nee. Moment. Erst das. Und dann das. Und dann das. Ihr seht, wir hätten zwei. Wenn zwei Leute opfern, dann können wir das Ding hier bauen. Also das wären quasi die zwei, die wir jetzt bekommen haben. Also eigentlich ein Nullsummenspiel. Außer dass zwei Leute sterben. Aber ja, ja. Was machen wir ja nicht? Wir sind ja ein babylonischer, äußerst wohlfühliger Anführer. Also das kann man nicht machen hier. Leute, ach du Scheiße, haben wir viel Influence. Okay, komm her. Hier werden die. Naja, die Stadt sondern den Außenposten erstmal brauchen 7 und 14. 9, 15 und 2. Ich glaube, das ist ein guter Platz hier. Und da ist nochmal eine Curiosity, die wir gleich holen können. Gut. Das sieht aber so nice aus hier. Die Stadt zwischen den Bergen. Eigentlich der Außenposten zwischen den Bergen. Nichtsdestotrotz sieht das gut aus. Was? Eine Runde. Ja, ich wollte schon sagen, ne? 9 Runden. So, und ja, mehr Städte haben wir nicht, die dann bauen können gleichzeitig. Das ist natürlich etwas schneller fertig. Okay, du hier, die Stadt ist ja jetzt auch gebaut, oder? Nein, eine Runde noch. Okay. So, das Wheel ist erforscht. Ihr seht, ne, sofort ist hier eine Straße entstanden. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, aber... Threat of Starvation. Nein! Was? Wie? Warum? Weil wir hier Leute haben, die eigentlich hier sein sollten, ne? Threat of Starvation. Plus 3 ist der Output. Okay, dann machen wir das mal so hier. Nein, wir können nur 2 machen. Wir müssen uns aber auch ein bisschen was zu fordern. Und dann bekommt ihr eh das hier. Ja, wir werden das mal erstmal so lassen. Die kriegen das hin. Forschung, jetzt die Pferdchen. Und eine Stadt hat nichts zu tun, nämlich die hier. Wenn sie nur alleine dran rumbaut, ja? Du kannst dich hier dann auch niederlassen. Okay, jetzt haben wir hier 2 Leute. Ja, mach das aber nicht mit dem. Wir bauen erstmal was Sinnvolles, würde ich sagen. Sorgen wir für mehr Essen zunächst einmal. Plus 8 wäre das hier. Und 2 Produktion verlieren. Ja, aber es ist glaube ich, wert. Wir können Produktion hier drüben dann ausbauen. Weil die Workers Quarters in die Richtung irgendwo. Uff. Können wir die gesamte Forschung verlieren? Ja, naja, warten wir erstmal ab.
Okay, ja, richtig, ne? Die Horse Ranch können wir dich auch noch irgendwann bauen, demnächst dann hinterher, da. Und Zug beenden. This man is research, gut. Nächster Era Star, wir kommen ganz gut voran, ja? Oh nein, Kies hat auch zu wenig Nahrung. Was passiert hier eigentlich? Komm hier rüber. Das heißt, dieses schnelle Wachstum hier, ne? Sustenance. Output von 10. Ist das eigentlich jetzt der. Ja, genau, okay, das ist der eigentliche Output. Brauchen ja natürlich eigentlich mehr als das. Hier gibt es ein neues Event. Die dunkelsten Tiefen. Unsere Minenarbeiter haben Angst tatsächlich vor den mythischen legendären Monstern, die natürlich für die Leute hier absolut lebendig sind und nicht nur irgendwelche, ja, Erzählungen. Also, ne, die Superstition, der Aberglauben ist immer noch stark hier bei uns. Man sagt, dass eigentlich sagt man, dass ein Bär irgendwelche Krieger angegriffen hat. Und jetzt ist die Frage, ja, was dort passiert ist. Okay, wir könnten sagen, ja, wir stärken unseren industriellen Komplex, wir können dadurch unsere Einheiten schneller bauen. Das ist ja auch eine Möglichkeit, Starvation vorzubeugen, einfach Leute rauszuholen aus der Stadt, ne? Sie zu Einheiten zu machen. Aber gut, die Frage ist, wie das funktioniert. Wenn das wirklich so funktioniert, dass man die trotzdem noch ernähren muss, obwohl die draußen sind, das wäre noch besser. Ein richtiges Unterhaltskostensystem. Nicht irgendein arbiträres oben. Aber das werden wir noch sehen, wenn wir noch erforschen hier gemeinsam. Wir könnten versuchen, das rauszufinden. Ja, versuchen wir es rauszufinden. Tun wir mal so, ne? Gucken wir mal nach, ob was da drin ist. Vielleicht ist es ein Bär, vielleicht ist es auch was anderes. Oh, es ist so nice hier mit den Straßen. Sehr schön. Okay. Wir haben eine diplomatische Anfrage. Alles traden? Klar. Und ihr seht, jetzt haben wir natürlich schon Crisis hier. Most glorious! Yes! A thousand blessings. So, claimed a territory on their border. You claimed a territory that is adjacent to one of attached territories demand give Harappa. Nein. I've had time to calm down. Also, es ist immer besser, das zu beantworten, statt es einfach stehen zu lassen. So little light. Kiplan Turtle, das ist adjacent to one from the tourists, demand give Babylon. Ach, die hatten das geclaimed, okay. Oh, oppressing my people, was ist das denn? Unser Territorium under my cultural influence, give Harappa. Ich kann ihnen sagen, die sollen. Nein. It's forgotten. I tire of your antics. Ja, ich würde schon sagen, ne, wir werden jetzt nicht fordern, dass. Dass sie ihre Hauptstadt uns übergeben soll, weil sie unter unserem kulturellen Einfluss hier steht. Es geht um diese Region hier, ja. Sollen das durchbehalten, das passt schon. Wir werden schon früher oder später sehen, was sie davon haben, in Opposition zu uns hier zu agieren. Gut, sie machen es ja bisher nicht, also ne, ich sage ja nichts, aber. Naja. Und wer hier, die versuchen jetzt hier eine Stadt zu bauen, oder so. Genau, Pentacone und Fishmonger, mach mal das hier. Da können wir versuchen, hier Schiffe mal zu bauen, von unserem Hafen aus. Steht ja eigentlich schon. Oh ja. Sehr ein kleines Ding hier. Machen wir weiter. Population Gain in unserem Außenposten. Dem hier, sehr gut. Out of Diplomacy, da ist das nächste Ding. Wir haben jemanden getroffen. Die Olmecs. So. Listen very carefully. I have a proposal. Okay, wir haben uns vorgestellt, sie wollen einen Nicht-Aggressionspakt. Das nehmen wir mal an. Ihnen muss klar sein, dass wir hier die Oberherren des Landes sind. Also deswegen. Sonst kann ich mir nicht erklären, wieso sie so zuvorkommen sind. Sie sind hier im Süden. Okay. Die hier sind zwischen. Ich meine, das ist gar nicht so schlecht. Die hier scheinen etwas stärker zu sein, die Hethiter. Die werden bestimmt noch Probleme bereiten. Kann ich mir gut vorstellen. Sie haben auch sehr viel Zeug. Ihr wisst ja, was das heißt. Wenn jemand sehr viel Zeug hat, muss man ihnen das Zeug wegnehmen. Und wer zu viel Zeug hat, ist zu mächtig.
Außer das sind natürlich wir. Wir sind die obersten Verwalter des Zeugs. Okay, also jetzt sind wir ja fast verbunden. Jetzt gehen wir nochmal mit dir dann hier rüber, ja, und werden das, die Region hier claimen. Wir haben genug Einfluss dafür, würde ich sagen. Und können hier eine wunderprächtige Stadt bauen, hier drüben, auf dem Fluss. In den Zug. Oh, und machen dann in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst ein Like, wenn es euch gefallen hat, und ein Abo, wenn ihr mehr sehen wollt. Für Actionspieler spielen wir hier auf dem Kanal ständig. Ja. Permanent. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Euer Tollen.